Na, denn mal ran an die Buletten. So, können wir doch vorher nochmal speichern. Dann machen wir das doch gleich. Und wie viel schönes Geld wir haben, meine Freunde. Also ich freue mich echt auf das nächste Mal, wenn ich wieder irgendwo was einkaufen kann. Dann wird erstmal alles völlig hochgestockt. Ich werde mir Zelte und sonst noch was kaufen, nur um daraus Vigra zu machen. Damit jeder meiner Charaktere eine 100er Vigra-Kopplung kriegt. Und dann sieht es doch mit den HP schon wieder ganz anders aus. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Naja, man lernt aus Fehlern. Ah, was soll das? Ich wollte doch nur meine alte Schule besuchen. Schnauze. Ha, du bist hier, um unsere Mama zu töten. Dankt man so seiner Mutter? Hey, Hasenfuß, wir hatten viel Spaß, was? Jetzt schauen wir doch mal, wer hier der Hasenfuß ist. Hey, du bist doch aus diesem Garten. Denkst du nicht, dass du auf der falschen Seite stehst? Well, mir gefällt es hier viel besser. Es wird dir nicht gelingen, unsere Gefühle umzuwühlen. Für uns bist du ein Nichts. Du bist du der Feind. Wir hören dein Gelaber nicht. Für uns bist du nur ein gewöhnliches Monster. Was, ein Monster? Ha! Mach mich fertig. Ich bin der Ritter der Hexe Idea. Eine Horde von Monstern. Das seid ihr. Aber wir werden dich sowas von abservieren, mein Freund. Da wirst du aber dich umgucken. So, Heil-Items, glaube ich, sind in Ordnung. Ich hätte vielleicht vorher die ganzen Leute nochmal heilen sollen. Merke ich gerade. Wir gucken, was es zu Dworn gibt. Oh, 300er Schaden. Das ist viel. Oh, gute Idee. Geben wir mal eine Runde Hast aus. So, je nachdem, wie ich das hier alles verkrafte, wäre es eigentlich hier mal eine gute Möglichkeit. Also gut, gut ist die Möglichkeit bei weitem nicht. Aber es wäre hier eine Möglichkeit, Hass zu lagern. Hass ist ein sehr schöner Zauber. Er macht alles so schön schnell. Oh, habe ich da jetzt schon gelagert? Hehehe. Okay, das war doof. Ich wollte eigentlich zaubern jetzt erstmal am Anfang. Dann macht Irvine das doch. Der hat auch schon Hass drauf. So. Klonk. Und Squall macht es für Xell. Und Xell fängt an, die Leute zu heilen. Das ist mal eine gute Idee. Oh, Heilpotionen sind nicht mehr so großartig viele. Aber was soll's. Eine Komplettheilung erstmal an alle. Und dann, naja, je nachdem, wie es mit der Heilpotion aussieht. Wie gesagt, ich muss gleich nochmal gegen Sifir und Idea kämpfen. Aber dann würde ich jetzt dann doch schon lieber sagen, versuchen wir doch mal. Amateure! So macht's ein Profi! Versuchen wir doch mal, ein bisschen Hass zu lagern. Und vor allem, ich sehe gerade, er greift zwar mit der Gunblade an, aber er triggert sie noch nicht mal. Wenn er sie triggern würde, was er manchmal macht, so viel sei gesagt, wenn er sie triggern würde, dann wäre es noch alles ein bisschen schmerzhafter. Aber erstmal ist ein bisschen Hastgelagere dran. Denn der Zauber, den kann man echt immer mal gut gebrauchen. Vor allem, er rentiert sich sehr schnell. Also die Runde, die ich ausgeben muss, um Hast zu zaubern, ist nach 2-3 Runden dann sofort wieder drin. Weil eben sich mein Balken so verdammt schnell auflädt. Und ab dann mache ich quasi Plus. Man muss immer alles gegenrechnen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. So. Und wir kriegen immer gleich einen ganzen Batzen, also an sich 11, 12 mal Dworn. Na gut, bis auf Irvine jetzt. Wobei, vielleicht ist Irvine sogar schon voll. Glaube ich zwar nicht, aber...
Also 11, 12 mal Dwarn und wir dürfen eigentlich auf 100 sein. Wir Dwarn, dich tot. Sifa, wir machen dich leer. Aber irgendwie ist das schon ein bisschen erniedrigend, ja? Wenn ich absolut noch kein einziges Mal meine Faust gegen ihn jetzt erhoben habe, sondern einfach bloß, ach du Schlappschwanz, wir Dwarn einfach ein bisschen was von dir. Danach ist immer noch genügend Zeit, dich fertig zu machen. So, Irvine scheint einen ziemlich geringen Magiewert zu haben, denn er kriegt immer am wenigsten von allen. Sogar Xell hat einen höheren. Dementsprechend soll ich Xell mal heilen lassen, den guten Irvine. Und der Irvine, der Dwarf schön weiter. Anti-Z ist eigentlich auch ein Zauber, der sich überraschenderweise echt gut koppeln lässt. Aber den werde ich jetzt nicht als nächstes Dwarf. Nee. Mal jetzt ein bisschen noch mit Hast weiter, ein, zwei Runden. Und dann gehe ich in den Angriff über. Und dann war es das eigentlich auch schon mit Ziffer. Also, es hat doch einige Vorteile, mit einem ziemlich unterlevelten Team in die Kämpfe zu gehen. Denn die Gegner sind echt viel leichter. Aber naja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich das Spiel schon so lange spiele und jetzt mittlerweile im Schlaf weiß, worauf es ankommt, wie ich mich wann zu verhalten habe. Dementsprechend, ob ich jetzt nur... Also vorher hatte ich ja ein hohes... Also bei den ersten Playthroughs hatte ich ein ziemlich hohes Level. Aber kaum noch eine Ahnung, wie das Spiel überhaupt funktioniert in den Grundlagen. Dementsprechend, hohes Level heißt starke Gegner. Und keine Ahnung heißt oft aufs Maul kriegen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran. Jetzt habe ich zwar ein niedriges Level, dadurch auch schwächere Gegner. Aber ich weiß echt, worauf es ankommt. Und kann mich dementsprechend verhalten. Und dementsprechend kommt mir hier alles ziemlich leicht vor momentan. Und Ziffer hat noch nicht einmal die Gunwelt ausgelöst. Ich könnte ihn ja noch ein bisschen richtig deklassieren. Und einfach nur mit... Ja, ach komm, klar, das mache ich. Ich greife ihn jetzt einfach bloß mit physikalischen Attacken an. Und zwar ab jetzt. Das reicht mir jetzt an Hast. Für den normalen Gebrauch, sage ich mal, habe ich jetzt genügend Hast gezogen. Zum Koppeln nicht unbedingt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie gut sich Hast koppeln lässt. Oh, alle machen schön 400er Schaden. Ich warte jetzt mal, bis sie alle voll sind, weil das macht mehr Spaß. Oh. Klong. Hast muss erneuert werden. Ja, natürlich bleibt sowas wie Hast und so natürlich nicht Ewigkeiten, sondern hört einfach irgendwann auf. Genau wie Aura. Aura ist da echt schlimmer. Also Aura kann schon nach einer Runde aufhören zu wirken. Das ist dann natürlich doof. Weil erstens ist Aura ein relativ seltener Zauber. Und man braucht natürlich auch eine Runde, um ihn wieder neu zu sprechen. Dementsprechend geht einem da einiges verloren. Sprech dein Gebetsquall. Spüre die Macht des Hexenritters. So, die Teufelsklinge, das ist quasi sein Limit Break. Nur ein bisschen aufgebohrt. Erst wird er wieder gestunt mit so einem Feuerball. Und jetzt hebt er ihn in die Luft und verpasst ihn einige Schläge. Zieht auch ganz schön rein. So. Hast zaubern auf Squall. Kann Squall schon sein Limit Break? Ja! Wollte gerade abbrechen und sagen, na bestimmt noch nicht. Bei 900 von 3000. Aber doch. So, Cipher. Mal gucken. Ich habe natürlich auch meine Gunblade, mit der ich umgehen kann. Scheiße, er hat auch eine Gunblade, mit der er umgehen kann. Aber ich bin noch nicht fertig. So. Irvine macht nochmal Hast auf. Obwohl, das können wir uns eigentlich stecken jetzt hier. Klack, 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 klack. Weil der Kampf müsste eh gleich vorbei sein. Okay, Cipher, okay. Mal gucken, ob er mich damit legt. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ihr mir letztes Mal gemacht habt. Ich glaube, 700 noch was. Das würde ausreichen. Das würde Squall überleben. Und dann kontert er mit seinem Limit. Ja, das reicht aus. Der gute alte Cipher sollte echt noch ein bisschen in die Gunblade-Schule gehen. Jawohl. Und noch den Limit hinterher. Ja, wir können bisher bloß Grobspalter. Das nervt mich ein bisschen. Wir haben noch keine einzige Waffenmodifikation für Squall gekriegt. Für den ganzen Rest auch nicht, bloß für Rinoa.
Na, warum verliere ich gegen dich? Ja, wie sie beide knien und sich anschauen. Hübsch. So, mal wieder keine Experience. Wie immer, Megaportion ein paar, das ist schön. Die hatte ich letztens verzweifelt gesucht. Und 20 AP.